Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Es ist mitten in der Nacht, aber... Okay, Moment, ich... Wir sind verdammt müde. Erstmal. Übrig sind jetzt gerade nur noch Lia und ich. Die anderen sind müde und schon pennen gegangen, aber wir konnten ja den Dödikurus nicht einfach so... seinem Schicksal überlassen. Genau. Beziehungsweise wir brauchen, wollen ihn ja natürlich unbedingt haben. Und hier liegt er nun und ja, Taming, wie ihr seht, es ist fast durch. Fast. Und er hat immer noch, er kriegt immer noch, wenn wir ihn fertig getamed haben, 38 Level dazu. Kommt also im Endeffekt auf 144. Das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Ja, wie viele Level? 36. Nee, 38? Was habe ich gesagt? 38, glaube ich. Ja. Ich war natürlich aber auch nicht untätig. Ich habe nebenbei ein Taming-Gehege gebaut, weil, wie es aussieht, geht's morgen los zum großen Zähmen. Das wäre genau das Taming-Gehege, zeige ich euch dann gleich noch. Weil ich bin jetzt hier, ja, ich passe halt auf den Dödi auf und währenddessen prügel ich auf aus Langeweile auf arme, wehrlose Steine ein und schrotte dabei meine Headshot. Dafür kann man auch danach ein Dödi nehmen, weil für den anderen Dödi haben wir jetzt schon etwas Tolles gemacht, und zwar einen Sattel. Das heißt, den können wir jetzt ohne Probleme reiten und gut Stein farmen. So habe ich nämlich auch das Taming-Gehege sehr schnell hinbekommen. Mit dem verbesserten Dödi, also mit dem höheren Dödi, geht es natürlich wesentlich schneller, ne? War jetzt sowieso noch flotter. Deswegen haben wir uns entschieden, einen zweiten zu zähmen. Da liegst du ja. Achso, bist jetzt auch hier in der Gegend, okay. Ja. So, und ich... Naja, gut. Ich scheiße jetzt halt drauf. Normalerweise fäll ich ja nicht so gerne so große Bäume, weil die mal so... Es sieht so kahl aus, wenn die weg sind, aber naja. Egal, die dürfen wieder spawnen. Druff geschissen. So, jetzt habe ich hier schon wieder aus Langeweile sechs Steinwände gebaut. Also nicht aus Langeweile, sondern eher aus nichts zu tun. Interessantes Wetter. Aus nichts zu tun habe ich auch hier schon wieder eine Brücke gebaut. Ja. Daran sieht man, glaube ich, wie lange dieser Dödi gebraucht hat. Naja, zwei Stündchen. Entweder hier oder am Anfang der Folge, wahrscheinlich eher hier, seht übrigens, was seitdem passiert ist. Dings, ihr habt da ja wahrscheinlich noch nicht gespielt, als der Alpha T-Rex gerade frisch rauskam. Da hatte der so einen Bug, dass du, egal auf was du geritten bist, er hat immer den Reiter mit angegriffen. Also du konntest machen, was du wolltest, das gegen den Alpha nie eine Chance, weil er dich angegriffen hat und du warst eh instant tot bei so einem Vieh. Das ist toll. Ja, war übelst lustig. Ich schwör. Das heißt, den wegrennen, sterben. Ja. Toll. Weil die ja auch noch so scheiße schnell sind. Deswegen meine ich ja, sehen, wegrennen, sterben. Wo ist denn das fucking Haus? Willkommen bei Ark Survival Evolved Case Opening. Nee, Moment. War das nicht eigentlich was anderes, wo das Case Opening stattfand? Egal. Wir machen trotzdem Case Opening. Ja, also. Yay! Ich bin gespannt, was in dieser Kiste drin ist. Ja, Moment. Hey. Nee, die kommt ja erst gerade runter. Oh, scheiße. Wow. Das hat sich so gelohnt, Alter. Hier ist eine Hedgeframe, eine Trapdoor und zwei Leitern drin. Wow. Ja. Was ist denn bitte ein NC Wooden Window Frame und NC Window Frame aus Stein? Aber glaubt mir, es ist machbar, stärker als die zu werden. Hier sehen wir zwei Menschen, die sich bekriegen. Mit dir zusammen glauben wir das. Das Einzige, was ich halt gerade eigenartig finde, sie legen uns was hin, was wir angeblich nehmen dürfen. Gehen und dann, nehmen es dann selbst dann, wieder. Naja, weil ihr es nicht tragen könnt, habt ihr doch gesagt. In der Zwischenzeit.
Wie nennen wir sie jetzt eigentlich? Gute Frage. Nächste Frage. Ich würde sagen, wir nennen sie Renate. Jetzt frag nicht, wie ich auf den Namen Renate komme. Ich weiß es nicht. Nein, es ist welchen Kommentar 2. ich bringe. Weißt du, bei Renate, ich hatte mal so eine Bekannte in meinem Kreis. Oh nein, nein, auch wir Renate nennen sie Ute. Deswegen. Die resolute Ute aus Pokémon Ranger. Die war cool. Dann nennen sie resolute Ute, okay. Ja. Das war voll lustig in diesem Spiel immer, wenn irgendwo irgendein schweres Hindernis im Weg war. Entweder man hatte so Mashok oder Machomai. Oder wenn halt gerade keine Pokémon in der Nähe waren, hat irgendjemand nach der resoluten Ute geschrien und die hat das dann, das Hindernis dann beseitigt. Voll geil. So, mal gucken, was sie jetzt so Schönes kann. Resolute also, Ute. Ist bei 315, sieht nicht schlecht aus. Melee Damage ist auch. Melee Damage 226. Ja, ja, dich mögen wir. Resolute Ute. So. Nein. Toll. Gerade. Dann wird Nickel. Erstmal auf neutral stellen. So. Follow me! Follow me? Moment. Die braucht eine Weile. Ja, ich. Also die läuft doch einen sehr großen Bogen. Dann mal, ich stell mal ihren. Das heißt, Nickel braucht jetzt auch nicht mehr sein Zeug kaputt schlagen beim Steinehauen gehen. Lowry, ja genau, so. Würde ich mal wählen, ja. Baust du noch eine Brücke, bitte die nicht unbedingt nur vom Haus ausgeht. Erweiterst du die Brücke, sodass man auch hier so Dödis mal rübergehen kann. Hm? Nochmal jetzt. Was? Ja, die eine Brücke, die hier vom Haus ans andere Ufer führt. Ja. Kannst du die eventuell auch noch erweitern? Kann ich bestimmt machen. So dass wir auch vom Land aus ein wenig vorankommen. Kann ich tun. Reicht denn die Breite für so ein Dödi? Ja, oder? Die Reite reicht. Die Reite reicht. Die Reite reicht. Gut. Das ist einfach nur, weil dass man ja nicht rankommt. Mhm. Ja, das ist klar, genau, okay. Ja, dann parke ich den Dödi erstmal, glaube ich, auf der Brücke. Warte, ich kann den, also wir können, nee, ich würde sagen, versuch mit dem, die Dödis können übrigens relativ schnell schwimmen, glaube ich. Ja, er ist probier's sowieso mal, jetzt gerade eiskalt an der Brücke vorbei gelaufen, von daher. Erstmal zum Planschen gehen. Darum. Achso, da könnt ihr gleich mal zu dem Themengehege weiterlaufen. Achso, ja genau. Das können wir jetzt auch machen. Dödi! Willst du mir jetzt erzählen, dass du da nicht dran vorbeikommst? Wie inkompetent bist du eigentlich? Ihr hättet hier auf dieser Seite bleiben können. So. Los, resolute Ute. Komm. Ich bring erstmal Ute ins Gehege. Hallo Zera, hallo Didikurus, hallo Big Daddy mit einem komischen Hut, hallo Argentavis. Übrigens muss ich euch gleich mal, ich muss euch alle jetzt gleich mal aus der Luft zeigen. So, Ute. Noch ein Stück. Sehr gut. Follow me. Get inside your no. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ute! Esse! Was kannst du eigentlich? Warte. Nein, nein, ist gut. Wir kriegen das schon hin. Ute! Geht doch. Hops! Nein, nein, ist gut. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Brauchst ihm nicht den Sattel abnehmen. Hier nicht den Sattel abnehmen. Das sollte Ute jetzt eigentlich hinkriegen. Ja, Ute. Okay, ich mach mal ganz kurz ein Bild von oben. Ja, das ist auch eine gute Idee, dann haben wir jetzt hier nämlich Platz für den Dödi. So. Brav Dödi. So, ich flieg mal noch ein bisschen nach oben. Mach das. So, dann kann ich nämlich unser Gebiet zeigen. So. Warte mal, nehm ich mal mit, Lia, nehm ich mal mit, bitte. Okay, also das ist hier übrigens. Bleib stehen! Ja, warte, ich will nur ganz kurz, das hier ist übrigens das Taming-Gehege, nur mal so von hier aus gesehen. Und jetzt kann Lia mich gleich aufnehmen.
das wäre jetzt voll geil. Da, kurz warten, kurz warten. So, zack! Oh, okay. Okay, das sieht aus der Selfie-Cam-Perspektive, sieht das echt scheiße aus. Okay, First Person ist nicht viel besser. First Person ist nicht viel besser. First Person ist grauenhaft. Weil ich da genau in den Schwanzfedern hänge. Weißt du, First Person ist bei mir, ich habe einen Federkopf. Vor mir. Hm, das ist auch irgendwie sehr ungünstig. Aber auf jeden Fall, wie ihr seht, wir sind gut vorangekommen. Wir haben unseren Käfig halbwegs verendet, sodass jetzt nicht unbedingt noch T-Rex vorbeikommen und unsere Tiere wegnaschen. Wir sind um ein Dödi weit reicher geworden. Wenn wir es hinkriegen, kommen morgen ein paar Wölfe hinzu. Ja. Ich verdurste gerade. Das ist eine tolle Idee. Lande mal kurz und lass mich mal kurz einen Rundflug mit dem Marientavas machen. Ich will einmal fliegen aus First Person zeigen. So. Zack. Wir sollten den Tieren noch Namen geben. Hätten wir eine Community, würden wir euch das überlassen, aber es ist noch keine vorhanden. Was ist cool hier? Hoho. Federkopf vor mir. Na gut, das ist... Hallo, also Ute. Oh, dieser Blick über diesen Federkopf sieht einfach aus wie reinlegen, Flausch. Also, wenn ich ehrlich bin, ich finde unseren anderen Dödi ein wenig hübscher, aber die resolute Ute hat natürlich ein bisschen mehr drauf. Tja, so, sie ist halt die resolute. Welchen Namen kriegst du? Irina, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Hui! Mann! Nehmt eure Schwänze da weg. Tja, so. Jetzt mal ein bisschen den... Ups. Ach komm. Ich will auch hier einmal den... Doch bloß einmal vernünftig diesen wunderschönen Vogel zeigen. So. So. Genau, so, um also mal das Taming-Gehege zu erklären, das ist wundervoll aufgebaut von, so erdacht von einem Kumpel, der hier auch mitspielt, der Patrick. Schmeißen wir danach die Wölfe ungefähr so hier rein, einer steht dann da oben. Moment, oder ich kann es zeigen, also sozusagen, ich hätte hier gerade mit der Agentavis den Direwolf, den Schattenwolf in den Klauen, den würde ich jetzt hier so fallen lassen. Und dann kann man... Ups! Okay. Ja, Moment. Dann kann man... Ja, ich muss jetzt erstmal ganz kurz dafür sorgen, dass... Das war klar. Hallo? Oh Mann, das ist das Problem an der Selfie-Cam. Ja, okay. Warte, na gut. Aber wie kann man eigentlich nochmal... Wie kann man nochmal greifen? Ich will dich auch mal nicht... Der rechte Maustaste. So. Also, auf jeden Fall würde man mich dann hier reinfallen lassen. Mal, Lia, du bist jetzt mal kurz der Wolf. Bitte nicht zu hoch. Bitte nicht zu hoch. Daneben. Nein. Scheiße. Okay, also das heißt, das muss man noch ein bisschen üben. So. Ich war gerade unter Wasser im Boden. Nicht so hoch, bitte, das war Wahnsinn. So, warte, ich will jetzt mal einmal ganz kurz wenden und das vernünftig. So. So, wenn die ja jetzt der Schattenwolf ist, dann würde ich sie jetzt da fallen lassen und müsste... Hä? Willst du dich eigentlich verarschen oder so? Wollen wir es mal andersrum probieren? Hallo? Läuf warum? Hey. Darfst du mit Vögeln nicht zu tief über dem Wasser fliegen? Ja, das war ich nicht. Das war definitiv nicht zu tief, aber okay. Ja, ich wollte das jetzt gerade mit dem Parasaurus probieren. Parasaurus sind, glaube ich, zu schwer. Was denn? Jo, ich hoffe, ich treffe. Oh, so geht's auch. Naja, sagen wir mal fast. Darf ich das mit dem Parasaurus mal ganz kurz probieren? Hey, wer will es mit dem Parasaurus probieren? Ich will spielen! Nicke möchte spielen! Jetzt hast du mich richtig daneben gesetzt. Stimmt gar nicht, ich hab darüber... Och Mann, oh, das geht echt scheiße. Ja, das fand ich bei dir auch. Ich war bei dir auch 100% sicher, dass das passen müsste. Mann, jetzt will ich mal ganz kurz probieren, ob ich den Parasaurus in die Luft kriege. Stellt sich doof an. Hab dir gesagt, die sind zu schwer. Ja, ist okay.
Aber der Schnickel glaubt mir wieder nicht. Auf jeden Fall, um das abzukürzen, wir schmeißen die hier rein. Ich mach jetzt nochmal hier. Ey! Steh geblieben! Aha, stellen uns hier oben drauf. Geht doch. Und können zumindest kleinere Tiere, die uns nicht von da oben angreifen können, dann zähmen, ganz locker flockig, wegen diesem Zähmen-Käfig, okay. Hä? Lol. Jetzt. Ich bin reingefallen, oh mein Gott. Nein, oh Mann! Mobb mich nicht. Ich suche jetzt, glaube ich, irgendein... Hey, scheiße, hier gibt's keine kleinen Tiere. Oh, Nickel, wenn die Argentavis stirbt, ich bring dich um. Ja, deswegen. Ich will jetzt nochmal Lia Zielwerfen machen. Ich wollte gerade Pacher töten. Nix ist. Hab ich getroffen? Hey. Hab ich wirklich getroffen? Ja. Ha! Ja! Yeah. Bitches! So, jetzt damit habe ich jetzt mein Ziel erreicht. Jetzt kann ich den die Argentavis irgendwie landen. Ja, erfolgreich. Jetzt komme ich hier zwischen Irina und der Risona. Para, bleib stehen, du wirst es eh nicht überleben. Egal, ja, klasse, ich komme jetzt hier zwischen den Viechern nicht mehr durch. Geil. Warte mal. Ich muss mal, glaube ich, Irina etwas umparken. So, Para, du wirst es nicht überleben. Ich habe es dir prophezeit. So, Para dahin. Quatsch, nicht Para. Irina dahin. Argentavis ohne Namen muss ich in die Ecke stellen. Tut mir leid, Argentavis. Ist nicht böse gemacht. Okay. Ich kann gerade sagen, sie nimmt es mir übel. Nein, nimmt sie doch nicht. Ey. Ey. Oh, ich glaube, der Server lag gerade eine Runde. Yep. Ich versuche gerade nämlich auf Big Daddy aufzusteigen. Ah ja, gut. Ich will eigentlich mich einmal Big Daddy ein bisschen in die Ecke stellen. Damit er nicht so sehr im Weg ist. Naja, und die resolute Ute, naja, die kriegt man da schlecht weg. Ja, um das euch nochmal hier so aus der Nähe zu zeigen, das Haus haben wir noch ein bisschen verbessert mit Reinforced Doors und ja, Steinboden zu großen Teilen. Da liegt der Jonas rum, der liegt im Real Life schon im Bett. Irgendwo liegt auch der Patrick rum, der liegt auch schon im Real Life im Bett. Genau. Und wir sind die, die hier noch online sind. Soweit sind wir im Moment. Ups, jetzt gehe halt. Und ich glaube jetzt, also jetzt bin ich auch ausreichend müde. Ich bin mehr als nur ausreichend müde nach dem Taming der Resolute. Ach warte mal, ich kann auch ganz kurz hier meine Mauern verbauen. Ah, mein Malo. Ey. Oh, wir haben eine Tür. Yep, die hatte ich vorhin noch gebaut. So, ich bastel erstmal noch hier. Ach, Big Daddy, komm mal da aus der Ecke raus. Die hier nötig war. Quatsch, die letzte Tür, die letzte Wand. So. Du wirst mal zu... Obwohl, nee, Big Daddy muss auf neutral. Der ist wichtig zum Verteidigen. Die resolute Ute ist auf passiv jetzt. Die Argentavis auch auf passiv. Hey, guck mal, unser Gehege besteht jetzt zu 100% aus Stein. Also auch in Richtung unseres Hauses. So, Big Daddy ist jetzt für die Verteidigung verantwortlich. Cera machen wir mal auch dafür verantwortlich. Alter, wenn Cera... ohne Spaß, wenn Cera da einmal ausrasten würde in diesem Gehege... Gut, ist es auch Stein, aber... Hey, ansonsten, ich hab gesagt, dass die... Es ist so klein, die würde alles kaputt walzen. Mann, wir wollten die eine Wand da noch erhöhen, die hier. Da, ich hatte gesagt, es muss 3 hoch sein, weil... Kann gut sein, dass jetzt immer noch ein... Oh ja, sehr, stimmt. Sehr da fehlt hier auch was. Ne? Okay, das hier, dann hätte ich vielleicht... Naja, das ist Arbeitsteilung. Ich gehe Steine sammeln, du sammelst Holz. Ich brauche gar nicht Holz sammeln, weil in der Kiste hier haben wir 400. Ich habe 180 gerade. Ich füge die Tür zu. Ich nehme jetzt erstmal... Ich nehme mal hier 100 Holz raus. Wie gesagt, mach die Tür zu. Komm dann einfach zu mir. So, jetzt habe ich... Also ich brauche Steine halt, ist klar. Nach Möglichkeit. Hey, ich wollte aufhören. Hör auf, dich zu rollen.
Achso, es gibt übrigens einen coolen Special-Effekt, den man mit Dödis machen kann. Soll ich dir mal zeigen? Das wäre cool, ja. Warte mal, ich glaube, ich muss dich noch mal ein bisschen lauter stellen, weil ich dich gerade kaum, weil man dich gerade kaum versteht. Sag mal was. Warte, hallo. Ja, das sollte reichen. Noch lauter kriege ich dich nicht. So, dann guckt mal hier. Ich roll gleich vorm Haus entlang. Warte, noch nicht sichtbar. Ich bastel gerade die drei Wände hin, die ich gerade. Ey! Hör auf, mich durch die Gegend zu hauen, Resolute. Ich hab noch genügend Zeug, um noch zwei weitere zu basteln. Halte deinen Schwanz im Zaum. Da, guck mal. Du stehst wo? Ah, da bist du. Gut. Hey, alle? Cool, hä? Ich hab jetzt nichts gesehen. Warte, ach Mann. Also du bist gerade nicht geholt. Ja, guck mal. Hey! What? Wie? Wie macht man das? Ich will auch, ne? Ich will auch spielen! Die rechte Maustaste. Voll geil! Kannst du noch die zwei Wände bauen? Das ist so geil. Achso, ich roll dann einfach nur geradeaus, wa? Ja, rollen. Oh, beenden auch nochmal mit rechter Maustaste, Alter. Ne? Alter, oh Gott. Rechte Maustaste. Mir tut das irgendwie weh, dabei zuzugucken. Weil man rollt ja dabei mit. Ja. Okay. Hast jetzt hier kaum noch... Also wie gesagt, die hat 177 Steine drin. Damit kannst du noch zwei Wände klopfen. Die nehme ich hier mal ab und dann... Okay, jetzt fehlt mir gerade ein bisschen Fetch. Ich muss mir gerade ganz kurz Fetch sammeln. So, jetzt bleibt diese Storage-Box hier forever vor unserem Haus stehen. Ja, wahrscheinlich. Stimmt, das hattet ihr ja gar nicht mitgekriegt. Es gab, naja, von den freundlichen anderen Menschen auf diesem Server hatten wir euch ja schon erzählt. Aber, ja, die waren halt vorhin mal so auf die Idee gekommen. Das waren übrigens die beiden, die sich geprügelt haben. Das habt ihr, glaube ich, in dem Rückblick gesehen. Und ja, die waren halt mal so der Meinung, ja, wir kommen mal vorbei und legen euch erst Sachen hin und ja, weil ihr die nicht tragen könnt, nehmen wir die nochmal an uns und bringen sie rüber zu eurem Haus in eine Storage Box. Und da steht die Storage Box. Die Sachen haben wir alle schon so nach und nach entweder an uns genommen oder in die Kisten einsortiert. Und jetzt werden wir hier noch die beiden Wände hinstellen. Zack. So, jetzt ist hier auch alles schön. Drei Ihre sicher? Ja. Mensch. Alles drei hoch. Jetzt kann ich hier noch eine Wand haben. Oh, die Dödis schwingen im Gleichtakt ihr Schwänzchen hin und her. Ja, das die Resolute Ute ist aufgestiegen. So, jetzt habe ich hier noch meine eine übrige Wand hingesetzt. Die Resolute Ute kann jetzt ein wenig mehr tragen. Buddy Monkey gebe ich mal wieder noch ein bisschen Gewicht dazu. Das ist ja Patricks Affe. Oh, wir könnten mal einen Feeding Trog bauen, ne? Stimmt! Feeding Trog wäre, wenn man erstmal was Sinnvolles. Das können wir ja morgen machen. Genau. Bis dahin erstmal, wir haben jetzt allein schon in dieser Folge ohne sämtliche Rückblicke haben wir schon die 20 Minuten locker ausgefüllt. Vielleicht schneiden wir was raus. Mal gucken. Ja, schneiden wir was raus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin. Wir hauen uns jetzt dringend mal ins Bett. Ja genau. Wie immer, lasst eine Bewertung da, schreibt, wenn wir was total verkackt haben oder was euch gefällt. Und naja, wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Seid beim nächsten Mal Ark wieder dabei. Bis dahin, haut rein, tschüss.